alles bereit machen für die Sprengung. Danke. Mädel, hilf mir. Das hätten wir im Hart gebrauchen können, so eine schöne Sprengung. So ein, eigentlich so ein Laser, der mal eben 2000 Felder wumm durchgeht. Wie Butter. Ja, wurde ich nicht auch in Minecraft als Dynamit- und Sprengstoff-Experte eingestellt? Nein, Dynamit machen wir da definitiv nicht. Weil das Ganze bloß zwei breit sein und ist zerklüftet. Komm da runter. Ah. Entschuldigung, das war eine Bumerang. Komm gar nicht erst hoch. Mann. Ach, ich finde, sowas braucht man, Beetle. Nein. Ich bin gegen den Server. Doch, hier liegt ein Bogen. Ich hab ja schon mit TNT da gearbeitet, also. Meinst du, wie ich meine komische Höhle da gemacht hab? Ich kenn deine Höhle tot. Nicht. Also vielleicht. Ach, du warst da noch nicht drin? Ja, die wurde mit Bogen TNT mit bearbeitet. Reparieren. Ja. Ich hab noch einen zweiten, wenn du auch einen brauchst. Hängt Salz oben an der Decke, warte mal. Schon wieder einer. Ups! Tot! Die Bäume sind weg. Welche Bäume? Ja, die hier standen. Aber nicht die Obstbäume, oder? Nee, nee. Irgendwo in dem Haus so ein paar Dinger. Und nur mit einer Dynamitstange, ey. Die hat so viel Wucht wie ein Block im Hart. Wo bist denn du, Doc? Na, ich bin wieder zurück. Wo bist du denn jetzt? Ah, steht doch noch da. War am Essen. Ach, da. Da ist er. Waren wir da unten schon? Ja, sind wir hergekommen, ne? Ja, sind wir hergekommen. Die langsam nicht mehr durch. Ja, nicht. Hier ist dunkel. Hier ist Salz. Hier ist Ende. Nee, doch nicht. Ich hab keine Fackel mehr. Hm. Das geht ja auch überall weiter. Wir kommen da nicht mehr raus. Brauchst du ein paar Fackeln? Oh ja, gerne. Brauchst ein bisschen Kies? Ich glaube, ich bin voll. Aber dann kann ich nehmen. Wenn es hier irgendwo rausgeht, gehen wir hier raus. Da kommen wir gerne raus. Irgendwie. Hallo, raus? Hier? Ich will hier raus, ich will nicht mehr Höhle, ich will raus. Du wolltest rein, jetzt komm raus. Jetzt will ich wieder. Ja, komm. Das ist echt. Muss ja halt auch mal wissen, oder was das los ist. Im Wasser, ja? Wo sind wir denn jetzt? Oh Gott. 80. Sind wir hier unter dem Berg oder was? Keine Ahnung. Kletter jetzt wahrscheinlich den Berg hoch. Hier war irgendwo ein Berg, ne? Ja. Da steht einfach irgend so ein Peak drauf. Telefon, oh. Eieieiei. Alles gut, da kann ich nicht schlagen, wenn du da stehst. Let's go. Let's go, ich hab's AFK. Ja, jetzt. Oh. Die kriegt immer die Hacke in den Kopf. Rutsch doch mal ein Stück. Ja, ich bin euch AFK. Nicht jetzt am Telefon. Ich will da nicht ins Wasser. Ich muss aber. Es wird dunkel, oder? Wird's dunkel? Ja. Ja, es wird dunkel. Seid ihr zu Hause? Wir sind schon auf dem Weg an die Oberfläche. Heute nicht mehr. Morgen Nachmittag. Okay. Upsa, draußen. Der Wald gegenüber fackelt gerade ab. Der macht mich immer nervös, wenn er spielt. Ich weiß auch nicht warum. Also nicht ist auch egal welches Spiel, auch wenn es Regnung ist. Ich bin immer in Not. Wir haben ja gegenüber diesen komischen Wald mit diesen ganz hohen Bäumen, mit diesen langen Stielbäumen. Der macht mich immer fertig. Da habe ich so zwei oder so von angezündet. Ach, hör auf. Kannst du dir ja gar nicht angucken. Der wartet immer auf Ohrfeigen, glaube ich.
Ich sehe ja schon am Clan-Treffen von jedem einmal. Genau, erst mit Feuerzeug alle Zelte anstecken. Blas, da gibt's so einen, da gibt's so einen See, oder? Schmeißt man einfach rein. Ja, gute Idee. Gehen wir mal schön spazieren. Mit Betonschuhen. Naja, Wiedel, da glaube ich dir sogar. Das ist das Schlimme daran. Ich traue dir alle zu. Na, du hast kleines Wasser. Glaub mir. Glaub mir, ich will zurückschmeißen. Wie, wenn du Betonschuhe anhast? Ich zieh dich einfach mit runter. Ah. Der Wald ist doch nicht abgebrannt. Anscheinend breitet sich Feuer nicht aus. Schade. Schade. Ja, das ist schon was Tolles, wenn man einfach mal so was anzündet und der ganze Wald... Ist toll, wenn du die Quelle für unsere einzigen grünen Farbstoffe tötest. Diese komischen Bäume sind doch nicht eure Quelle. Nein, aber die Pflanzen, die da runter wachsen. Diese Hängedinger. Der Farn. Wald. Upsala. Wenn du den Wald kaputt machst, kommt der Farn auch nicht mehr. So, lass uns mal zurück, Asko. Wir gehen mal zurück nach Hause. Ich hab ihn gerade gesehen. Asko ist taubstumm. Die läuft aber mit. Asko ist aber taubstumm. Halb mir gelben Holunder, ja, ne, bestimmt. Ich rede gerne mit imaginären Leuten. Ich warte zu Hause schon mit dem Essen. Was gibt's denn? Windbeutel? Kalle ich mit Fenster um. Sprengköpfe oder Holz so. Gibt's. Würde mich ja schon reizen, mal zu gucken, ob das Haus abbrennen würde, aber nee, das mache ich nicht. Das würde mich schon reizen. Der will unbedingt einen Permban haben, ich weiß auch nicht warum. Ich würde das ja nicht machen, ey. Ich würde irgendwas Gebautes zerstören. Nur meine eigene Sache. Das hast du zu Richie aber nicht gesagt. Hä, warum war das mit Richie? Als er seine Burg gebaut hat. Oh, ich komme mal mit TNT vorbei. Ich habe bei dem aber nichts kaputt gemacht. Aber du hast dich dabei. Ich glaube, du hast unten nach irgendein Loch gesprengt. Da, wo diese komische Höhle von mir ist. Woanders nicht. Da, wo ich niemanden störe. Die Palme für grün. Grün. Oh, ich mach mal was mit. Oh, jetzt ist Asko weg. Ah, super. Wie weg? Ach, sie ist irgendwo stehen geblieben. Da hinten steht sie. Oh, sie rennt doch einfach woanders hin. Weißt du, das Tolle ist? Seh dich nicht mehr. Ja. Das Tolle ist, ja, ich laufe am Anfang immer eine, aber wirklich strikt eine Richtung. In dem Moment, wo sie mich nicht mehr sehen, drehen sie sich um 490 Grad und laufen weiter. Statt einfach weiter in die Richtung zu laufen. Ich verstehe das immer nicht. Muss man nicht verstehen. So, ich pack das nochmal hier oben rein und das nochmal da oben rein und das nochmal da oben rein. Was ist denn das? Wieso kommen wir denn hier nicht? Warum? Oh, Mini-Fuzzi. So, jetzt gehen wir noch zurück und dann werde ich die Aufnahme auch beenden. Wir schauen uns natürlich nochmal an, was die Lorien uns schön ist. Da bin ich ja mal gespannt, was du uns da jetzt zubereitet hast. Bestimmt irgendeine Bombenstimmung. Ein brennenden Wald. Ach, hör schon auf. Ja, ich habe ein paar Bäume entfernt. Du sollst keine Bäume außer dir sprechen. Kannst ruhig entfernen. Wenn du schnell genug bist, siehst du es noch. Ja, du siehst die Auswirkungen, du siehst da gleich noch ein bisschen.
Okay, jetzt bin ich noch ganz richtig. Puh. Ewald. Ja, was ist denn jetzt das? Das ist ja ein Baum. So. Auf die Backe kann man sich ja nicht mal setzen. Ja, ich fand's auch schade. Ah. Aber auf die Bürostühle oder andere Stühle kannst du dich setzen. Ja, ist okay. Wo bleiben ihr? Auf dem Weg. Ich laufe extra ein wenig langsamer. Damit ich nicht wieder eine 490-Grad-Drehung mitkriege. So. Das war ja auch gar nicht so weit. Ich hab doch gesagt, morgen Nachmittag. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Die Sonne steht am höchsten Punkt. Ja. La 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 la. Nun kommen wir heute Abend an. Dann. Die Sonne ist sogar schon über ihren höchsten Punkt hinaus. Was? Ist ganz einfach, wenn du bis zum Anschlag nach oben guckst, ist Mittag, wenn der genau über dir ist, die Sonne. Und sie ist schon hinter dir. Ja. Oder vor dir, wie du nimmst. Aber sie geht gerade Richtung Westen. Das hängt von der Uhrzeit ab. Sie geht gerade Richtung Westen, das heißt, die Sonne geht gerade runter. Quasi schon. Das heißt, ihr seid too late. Ja, nu, dafür kann ich nichts. Hast du telefoniert, ja? Ja, richtig, ich hab nur eine Hand frei. Wir hören nichts. Feuer sie schon an. Nun komm, nur los. Hunger. Gleich gibt's was von der Keks. Hast du noch Essen dabei für Oma? Was? Hört nicht, sieht nicht, sagt nicht. Ja, ich die Keks um etwas zu essen gekocht. Den Atlas finde ich immer noch am praktischsten, den finde ich toll. Eine Keule nur noch. Wo seid ihr? Ach so, sie hat kein Futter mehr. Ups, ich kann ja gar nicht rennen. Ich renne hier ständig davon. Wo seid ihr? Ja, hier, komm, da wo die Brücke ist. Ich bin an der Brücke. Und ihr? Auch gleich. Also kommt ihr aus dem großen Wald, oder? Nee, daneben, von dem Fluss her. Ja, das ist doch der große Wald gegenüber. Na, nicht direkt. Es gibt links Toten, oder rechts? Es gibt den Totenwald und es gibt den Tannenwald. Oder, naja, ist das tot? Na, der braune jedenfalls. Ja, aus welchem kommt der? Dazwischen. Genau dazwischen her. Am Fluss. Ja, von mir aus. Ach, als konnte ich wieder drehen. Lauf doch mal geradeaus. So. Ich sehe dich. Gut, dass ich mir ein paar Sandwiches eingepackt habe. Habt ihr jetzt noch was, oder? Ja. Was ist denn hier passiert? Warum hat Asko gerade nicht? Hier, da hinten ist das Haus übrigens. Hast du hier das...
Nein. Wenn die wenigstens... Weiter. Hättest du nicht wenigstens die Stämme ganz entfernen können? Ach guck mal, der überall, auch noch so ein halber fliegt da überall das Holz also. Rum. Ach. Naja. Ist doch egal, da war ein Creeper in dem Gelände. Der macht nur Unruhe. So. Bis gleich. Jetzt ist sie kurz weg. Na gut. Was willst du mir denn zeigen? Hallo, guten Tag. Hier, ich habe Essen gekocht, jetzt komm. Hast du mich jetzt mit einem Blasrohr angeblasen? Nein, ich habe dich geschlagen. Auch gut. Ja. Oh, danke. Hätte ich erst mit einem Blasrohr begrüßt. Er will dich betäuben. Er will sich für dich alleine. Nee, will dich für sich alleine, so rum. Huh. Lauf mal! Wieso hast du mich langsam gemacht? Das hab ich. Ich bin auch langsam, wenn ich zu viel Hunger hab. Das hatte ich früher oft. Das kenne ich. Der Name war auch der Biest. Stillgestanden! Oder ich schieße! Wow, hör auf damit, ich bin doch schon langsam. Gute Nacht. Ein Chaot. Püss. Gut, das nächste Mal werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Dekorationen hier einbauen und euch dann zeigen, was wir da alles gemacht haben. Die machst du ja alle im Prinzip aus demselben Rezept. Lass das. Kommt er mit seiner Zucchini da vorbei? Kompost, sage ich ja nur. Kompost! Es ist ein Blasrohr, das aussieht wie eine Zucchini. Ach ja. Wie breche ich denn ab? Mit dem Mausrad wechselst du zu einem anderen. Du hättest doch einfach die Waffe von meinem Kopf nehmen können. Guck mal, ein Bumerang. Weißt du, wo denn? Krieg ich den auch wieder? Ah, ich hab den. Geil. Jetzt muss ich noch testen. Der ist unglaublich. Was hat er denn gemacht? Der ist jetzt mit dem Baum. Was hast du denn mit den Bäumen da hinten gemacht? Ups! Da brennt noch der Stamm. Lass das mal Amy sehen, die Köpfe. Wir fangen jetzt! Da kommt ein Creeper. Ich kann ihn nicht fangen. Oh, hä? Wo ist ein Creeper? Ach, da hinten. Ich hol mir den mit dem Bungerang. Und mit dem Blasrohr. Ja, lass ihn noch explodieren. Oh, da ist noch einer. Das gibt's doch nicht. Dieser Lorien, der macht mich fertig. Mann. Wenn das nicht so lecken würde. Okay. Gut. Ja.
Ich lager die roten Blümchen noch ein, dann werden wir noch ein bisschen was bauen. Mal, das nächste Mal werden wir uns dann mit einigen neuen Sachen hier nochmal was angucken. Ja, das Bauen selber, das zeige ich jetzt mal gerade. Achso, da hinten habe ich noch ein paar Blumenbänke da an die Seite gestellt. Ich finde das ganz witzig. So, jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Das nächste Mal gehen wir vielleicht in Nether oder in eine Höhle, dann zeige ich nochmal was. Bis zum nächsten Mal, Freunde, zu einer neuen Runde Live in the Woods. Tschüss.